Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Cities Skylines After Dark. Oh, Luft holen, nicht vergessen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier, so unser neues Wohnviertel hier gebaut. Und, ich habe jetzt hier gerade eine Arztpraxis gebaut und irgendwie die ganzen Büros, die freuen sich direkt richtig nass ab. Ich überlege gerade, ob es sich sogar nicht eventuell lohnen würde, hier vielleicht direkt ein Krankenhaus hinzubauen. Was meint ihr? Ich würde sagen, ich mache das einfach mal. Zack. So, und dann freuen die sich hier auch alle richtig schön. Boah, das ganze Viertel hier, boah, das hat eine riesen Reichweite. Ich glaube, das ist gut. Und das Krankenhaus ist ja auch recht gut hier angeschlossen. Die Polizeiwache, die werde ich auch nochmal abreißen. Da werde ich jetzt auch einfach mal die große hinbauen. Ah, die nimmt auch gar nicht so viel Platz weg. Genau, dann ganz wichtig hier für das Viertel. Wir brauchen auf jeden Fall Schulen. Kommt hier eine hin. Hier kommt eine hin und eine neue Uni brauchen wir eigentlich nicht. Nur gerade gucken, wie sieht denn das eigentlich mit Müllverbrennungsstatus aus? Das ist eigentlich auch noch alles gut. Da brauchen wir auf jeden Fall keine neue. Wasser sieht gut aus. Strom könnte ein Problem werden. Ich baue sicherheitshalber nochmal ein weiteres Kraftwerk. Wir haben hier ja noch ein bisschen Platz. So, passt das? Ja, das passt. Hier haben wir unseren obligatorischen Stau, aber... Entschuldigung, musste gerade aufstoßen. An sich fließt der ja eigentlich ganz gut ab. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass die sich hier alle schon links einordnen, weil die halt alle auch, ja, nach links wollen, klar. Eventuell könnte man das auch noch entschärfen, indem man sozusagen die Brücke links abgehen lässt und den anderen Verkehrsfluss anders lenkt. Ich werde das gerade mal ausprobieren. So, das nochmal weg. So, wir machen danach sofort weiter mit dem Wohnviertel. Ich muss das aber gerade mal hier entschärfen, das geht mir gerade tierisch auf die Nerven. So, dann kam diese Spur hier eigentlich auch weg. Und die Brücke hier, die müssen wir gleich ein bisschen neu führen. So, und dann führen wir das hier wieder drauf. Zack. Und dann... genau. Baue ich jetzt hier so eine kleine Abfahrt hier hin. Vorne. Jetzt muss man gucken, wie ich die am besten baue. Na, da war es doch gerade. Da. Nee, passt ja auch nicht so gut. Ich muss das noch ein bisschen gerader ziehen hier, sonst wird das nichts. So. Dann funktioniert das nämlich auch so. Und ich baue die dann hier einmal hoch und einmal hier rüber. Und zack, schon haben wir es. Sehr schön. Und hier baue ich dann noch so eine kleine Abfahrt, die hier einmal rüber fährt. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ob der Verkehr sich jetzt anders einordnet eventuell. Ich mache mal ein bisschen auf Quick Forward. Vorspulen. Jetzt müssen sie hier natürlich erstmal die Spuren ein bisschen tauschen, weil sie sich jetzt komplett anders eingeordnet haben. Es müsste jetzt aber eigentlich ein bisschen besser abfließen, hoffe ich. Was gibt's denn hier eigentlich? Hier staut sich auch alles. Na? Hier kommt natürlich jetzt ein riesiger Verkehrsstrom drauf, das ist mir schon klar. So, jetzt müsste sich das Ganze aber eigentlich wieder ein bisschen entspannen, hoffe ich mal. Es sieht gut aus, ja. Der Verkehr kann abfließen. Deutlich besser als vorher. Staut sich zwar immer noch ein bisschen, aber steht zumindest nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Das Autobahnkreuz ist, wie gesagt, immer noch überlastet, aber das ist jetzt auch egal. Das können wir leider nicht so ganz entschärfen. Wir machen weiter mit unserem Wohngebiet. So. Bevor ich anfange, wieder einmal Parkanlagen. Ha, ganz wichtig. Ich fange einfach mal an mit den Picknickplätzen. Da kriegen die hier einen. Hier kommt einer hin. Kriege ich mit dem alles abgedeckt hier? Ja, das passt. Hier kommt noch einer hin. Und hier kommt noch einer hin. Und dann kommt hier schön zentral noch einer hin. Hier drüben. Dann geht's weiter. Hier ist dieser große Park mit Bäumen. Mal gucken, ob ich den irgendwo hinpflanzen kann. Hier müsste eigentlich Platz sein. Könnte aber sein, dass es vom Winkel der Straße nicht so gut passt. Nee, da funktioniert's. Hier ist alles ein bisschen zu eng bebaut. Das war irgendwie klar. Ein Spielplatz, einen großen. Den könnte ich einfach bauen. Dann kommt hier immer einer hin. Hier kommt einer hin. Hier drüben kommt einer hin. Hier kommt noch einer hin. Und jetzt kommen die normale Parkanlagen mit Bäumen. Da kommt hier unten eine hin. Hier oben kommt eine hin. Hier kommt noch eine hin. So fürs Gewerbegebiet später auch. Können wir noch drauf zugreifen. Hier kommt eine hin. Und hier kommt noch eine hin. Mal gucken. Vielleicht baue ich hier unten noch eine. Zack. Hier nur so einen kleinen Platz mit Bäumen. Da sind ein paar japanische Gärten zwischendrin. Zack. Oh, ist das schön. Das wird auf jeden Fall ein gutes Stadtviertel hier. Das ist gut versorgt mit allem. Ich hoffe bloß, dass es mit dem Verkehr hier gut funktioniert. Mal gucken. auf jeden Fall wird das dünn besiedelt, dieses Viertel. Na, ansonsten haben wir gleich riesige Probleme mit dem ganzen Drum und Dran.
Mal gucken. Habe ich hier alles angeschlossen? Ja, super. Wieso ist denn hier eigentlich Gewerbe? Das ist doch Schwachsinn. So. Gut, man könnte sich langfristig eigentlich schon fast überlegen, ob man nur Wasserleitung baut, genau. Schon wieder vergessen, ich glaub's ja nicht. So, einmal kurz den ganzen Rand hier abstecken. Den Strand habe ich jetzt übrigens absichtlich freigelassen, weil direkt Häuser auf dem Strand, das passt einfach nicht, ne? Lieber so schön am Strand, so ein bisschen über Two and a Half Men hier in Los Angeles. Ein bisschen das teurere Viertel hier, würde ich mal behaupten, ne? So schön hier, ne? Hier würde ich auch hinziehen. Das ist eigentlich cool. So. Gut, ich muss jetzt mal gucken, ob die Autobahn diesen Verkehr überhaupt verkraftet, weil es ist ja schon echt relativ voll hier teilweise, auch hier hinten, ne? Was hier teilweise so alles rüberkommt. Das wird sich natürlich noch verstärken. Es kann gut sein, dass ich auf der anderen Seite hier eine Entlastungsautobahn, zack, hier noch lang baue, ja, die dann einmal hier rüber geführt wird und dann, ja, hier bei so einer Brücke sozusagen hier das Ganze noch anschließt. Muss ich mal gucken, inwiefern das irgendwie sinnvoll ist. Vielleicht können wir die hier dann auch noch anschließen dafür, dass wir die noch nutzen. Um das Ganze irgendwie so ein bisschen zu entspannen. Wir müssen mal schauen. Wir müssen überall Tote transportiert werden. Wieso werden die nicht abgeholt? Die liegen da auch schon länger rum. Also ich meine, ganz ehrlich, Bestatter und so haben wir jetzt eigentlich mittlerweile genug. Die müssten hier eigentlich auch durchkommen. Eventuell, ja, die kommen hier irgendwie nicht rüber. Ich sehe gerade, ich habe hier, glaube ich, einen planerischen Fehler gemacht. Ja, aber mega, Alter. Boah, pass, Memphis, was ist los mit dir? Ich sehe gerade die Einbahnstraße hier drüben, die geht in die falsche Richtung. Haha. Wenn wir die umdrehen, dann haben wir das ganze Problem gelöst. So. Ach, Alter, war das doof. Ja, kein Wunder. Ja, die, also klar, die wollen dann natürlich auch alle hier rüber, um hier auf die Autobahn zu kommen. Dementsprechend verstopft das dann hier einmal komplett. Oh Mann. Ja, geil. Jetzt sollte es aber auch wieder funktionieren hier. Wir gucken mal, ob der Stau sich hier so ein bisschen entschärft. Boah, das war sehr richtig doof von mir. Na gut, hier drüben sehe ich gerade, ist ein Haus abgebrannt. Das werde ich mir eben kurz abreißen. So. Gut, das sollte jetzt aber passen. Mal gucken, ob sich der ganze Kram hier ein bisschen entspannt. Ansonsten, da muss ich mal schauen, dass ich das Ganze hier ein bisschen neu regle. Wieso ist hier schon wieder eine Ampel? Ich glaub's ja nicht. Uppala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Ich habe die Straße aufgewertet. Das wollte ich eigentlich nicht. So, mach ich wieder zurück. Ich wollte die Ampel entfernen. Einmal hier und einmal hier. Und dann hoffe ich, dass das Ganze wieder ein bisschen besser abfließt hier. Ja, hier ist natürlich klar, ne? Das, ich hoffe, das entspannt sich jetzt ein bisschen. Mal gucken. Breiter machen kann ich es eigentlich auch nicht. Ist hier eine Ampel mittlerweile? Nein. Hier ist keine. Hier ist auch keine. Hier ist auch... Oh, hier ist eine. Hier ist auch eine, die kommt weg. Und ansonsten haben sich hier, glaube ich, keine Ampeln wieder gebildet. Ich würde sagen, das passt soweit alles ganz gut. So, die haben hier natürlich riesigen Fachkräftemangel. Aber das sollte sich jetzt auch entspannen. Ich habe ja, wie gesagt, hier ein neues Wohnviertel gebaut. Und wie sieht das hier eigentlich mit dem Strom aus? Sind alle gut versorgt? Ja, super. Und ja, damit hätte ich auf jeden Fall jetzt Flächen für, ich weiß nicht wie viele. Wir sind ja wieder ein bisschen geschrumpft von der Bevölkerung. Es sind ziemlich viele Menschen, Personen hier in unserer Stadt irgendwie gestorben. Verstorben. Von daher, ja, da hat sich auf jeden Fall einiges getan in der Bevölkerung. Mal gucken. Das Viertel hier, das Industriegebiet, das ist schon auf der maximalen Ausbaustufe. Richtig cool. So, wie sieht's aus hier? Der Verkehr, der kommt auf jeden Fall hier noch klar. Es ist halt natürlich mit dem Industriegebiet hier, Industriegebiet, sag ich schon, mit dem Gewerbegebiet hier so eine Sache. Aber die wollen noch mehr haben. Ich glaub's ja nicht. Ich guck mal, ob ich eventuell hier noch mit Bürogebäuden das Ganze noch ein bisschen verbessern kann. Oder ob das eher, ja, diese anderen Flächen sind, die die brauchen. Also normale Verkaufsflächen quasi. Na, Bürogebäude werden jetzt gar nicht direkt so bebaut. Also gut, da sind hier auch noch Flächen frei. Ja, aber das passt eigentlich ganz gut, glaube ich. So, ich hoffe, das ist jetzt gerade mit der Hintergrundmusik okay. Wenn das nämlich ein bisschen zu laut ist, dann kann ich das natürlich auch noch ein bisschen runterdrehen vom Pegel. Ich werde jetzt hier einfach nochmal, jetzt zu Beginn der Folge sozusagen, zum Ende der Folge, werde ich nochmal eben kurz die Straße für das nächste
Gewerbegebiet bauen. Oh, das kommt wie gesagt hier hin, wie versprochen. Oh, einmal hier hin und dann kommt hier noch so die finale Kurve hier rüber. Gut. Und die Auffahrt, die werde ich auch nochmal eben kurz bauen. Werde ich ein bisschen anders bauen und zwar werde ich gucken, dass sie sich hier mit dieser Auffahrt nicht so kreuzt. Na, wie das Gefälle ist zu steil, ich glaube es ja nicht. So, haben wir wieder das altbekannte Problem des problematischen Auffahrtenbaus. Mal gucken, vielleicht kriege ich es ja so hin, dass ich das hier irgendwie nach unten bekomme. Na, es wird ja schon reichen, wenn ich das da hinten irgendwie auf die Straße drauf bekommen würde. Na, mal gucken, vielleicht irgendwo hier. Da will ich es eigentlich ungern drauf packen. Ach komm, scheiß drauf, dann. Das ist eine richtig schöne Unfallkreuzung hier, aber zum Glück bauen die ja keine Unfälle. Ja, genau, an der Stelle bedanke ich mich dann wieder bei euch für eure Geduld und euer Interesse an dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da lassen und ja, ein Abo, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Ansonsten bei Ideen auch immer kommentieren. Wie gesagt, Folge 27 ist es jetzt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich übrigens gerade Folge 17, glaube ich, veröffentlicht. Also ich bin ziemlich weit im Voraus aktuell. Deswegen, das ist mal ein bisschen zeitverzögert. Wenn ihr es in die Kommentare schreibt, ich antworte direkt darauf, aber es kann natürlich ein bisschen dauern, bis ich es dann im Projekt umsetze. Ja, in dem Sinne dann.